Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Auftrag 23, Folge, schieß mich tot, ich glaube 16, 17 rum, keine Ahnung. Führer der Mutter, verlassen Sie Merrant Island, bevor die Insel zerstört wird. Ja, das machen wir, überhaupt kein Problem. Aber erstmal holen wir uns eins davon. Und wir holen uns noch eins davon. Einfach, warum nicht? Weil es kann. Ich hätte mir mehr für die Waffen holen sollen, können, tun, müssen, was weiß ich, ist ja auch egal, wir haben es ja auch so hingekriegt. Hat zwar ab und zu ein bisschen länger gedauert, aber hey, was soll's. So, Auftrag beginnen. Le Grand Final. Wir müssen gehen, tschüss. Ich habe nur begrenzt Zeit natürlich, um das Ganze hier zu schaffen. Ich muss wieder aus den Höllen der Unterwelt entfleuchen, bevor diese gänzlich zusammenbrechen. Und dazu muss ich natürlich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der Weg war, aber hey, das macht nichts. So, wir gucken mal ganz kurz. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang, verdammte Scheiße? Ich muss einfach hier durch und dann da lang oder was? Okay, alles klar, das kriege ich wohl hin. Oh Gott. Oh Mann. Stirb. Ich könnte eigentlich auch einfach gehen. Oh, geht doch. Meine Fresse. Ich hab doch gleich gesagt, stirb. Wo muss ich denn jetzt hin? Verdammte Kacke. Warte, ich muss hier lang. Da muss ich nicht durch. Ich muss wieder hier durch. Alles klar. Ich habe nur noch 4 Minuten. Oi. Machen wir mal kaputt. Gehen wir durch. So, läuft. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Ich muss, glaube ich, immer nur... Oh Gott. So, wir machen das jetzt einfach auf die Art und Weise. Ja, gut. Ist zwar egal, aber hey. What? Wie konnte er mich schon treffen? Alter, wie lange er aber auch braucht, um zu schießen, ne? Jetzt verreck doch mal. Meine Fresse, ey, was ist denn los mit dir? Dein Homie ist auch schon down. Jetzt muss ich mich seine komische Todesanimation abwarten, weil ich will ja die Orbs haben. Ja, stirb. Mein Gott, ey, die sind aber auch komisch drauf, die Dudes, weißt du? Verrückte Boys. Hä? Ach nö. Ja, ja, komm her. Oh, der ist ausgewichen. Toll. Könntest du jetzt mal aufhören mit dem Scheiß? Stirb. Wird gleich richtig böse. Alter, er will aber auch einfach nicht anders, ne? Geht doch. Warum nicht gleich so? Meine Fresse. So, muss ich hier überhaupt lang? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht genau. Naja, es scheint gut, scheint gut, scheint gut. Wir gehen einfach mal durch und dann gehen wir hier raus. Bin ich hier richtig? Oh, fuck. Ich muss hier irgendwo lang, glaube ich. Da muss ich durch. Warte, aber bevor ich da durchgehe, kaufe ich nochmal schnell was. Warum nicht? Ich habe wieder ein bisschen was. Ich kaufe mir noch so eine gelbe Kugel. Ja. Oh, das ist eine gute Idee, glaube ich. Ich hole sie mir einfach. So, ich muss jetzt hier durch und dann war's das, oder was? Okay. Das kriege ich wohl hin. Glaube ich. Hoffe ich. Meine ich. Schauen wir mal. Nö! Ich bin wieder zurückgelaufen. Ach, das ist doch mal behindert, ey. Ja, ja, geht weg. Keine Zeit. Mann, diese Kamera immer, die bringt mich um den Verstand, bringt die mich. Ne, jetzt habe ich aber keine Zeit für dich. Tut mir leid, Bro. Da muss ich durch. Muss ich hier durch? Absolut keine Ahnung. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich glaube, jetzt bin ich aber hier. Also jetzt muss ich richtig sein, so. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, aber das macht nichts. So, wir gehen hier durch und dann haben wir die Hölle verlassen, die Unterwelt. Whatever. Oh Gott, es geht direkt weiter. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung.
Hä? Achso, muss ich hier wieder rein? Nee, das ist ja Quatsch. Nein, ich komme nicht mehr raus. Ich bin gefangen. Hallo? Warum komme ich nicht mehr hoch? Warte. Ach so, warte mal. Du bist so behindert. Warum springt er denn da rein? Da habe ich gar nicht lang gedrückt. Wenn soll ich hier die ganze Zeit hin und her fahren, dann sterbe ich. So wird es wahrscheinlich kommen. Ich sehe schon. So, hier hin. Dahin. Kannst du damit... Alter. Dante. Alter, du bist so behindert. Geht doch. Meine Fresse, ey. Fällt mich das Ding jetzt komplett nach oben? Aber er wollte euch. Ja. Okay, wir beginnen jetzt den Auftrag. Alles klar. Oh Gott. Dude, ich habe... Oh. Ich vergeude hier keine Zeit mehr. Ja, ich will doch raus. Oh. Wie kann ich denn hier gehen? Hier? Ja. Okay, jetzt einfach den Gang, oder was? Ich habe keine Zeit für euch. Tut mir leid, Dudes. Ich habe nur noch 40 Sekunden. Ich muss gehen. Sorry. Aua. Arsch. Oh, nee. Ich muss die besiegen. Oh, fuck. Okay, ich werd sterben. Weil das schaffe ich nicht in der Zeit. Oh, Gott. War es das? Komm schon, lass das gewesen, dann lass das gewesen, dann lass mich raus. Oh, ich raste aus. Okay. Ja, ja. Ich glaube, das war sehr knapp. Ich glaube, ich bin tot. Bin ich tot? Ja, nein, vielleicht? Hallo? Nein. Noch nicht. The Return of the Mongol. The gate has been opened. Dante, you are not getting away. This is where you will die. I'm not going anywhere. Besides, there's no place to go. Look around. This will be your burial ground as well. Na, wir wollen mal hoffen hier. Ja, 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 ja. Grüner Laser ist mir doch scheißegal am Arsch, Junge. Oh Gott. So, verrecke. What is the matter? Here your powers are weak, human. No. Dante. We'll be okay. You can do it. What? Mother. Dante, use my power! Trish! Laden Sie Ihre und Trishs Kraft auf die Ebony and Ivory Pistole, verwenden Sie dann den Teufelstransformer und verpassen Sie Mundus eine gehörige Ladung. Alles klar, mach ich. Jetzt muss ich aber erstmal aufladen. Lalalalalala, ich glaube, aber jetzt. Tschüss. It looks like we have a winner. Jackpot. I will return, and I will rule this.
goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Aha. Alles klar. Oh Gott, das muss ich ja mal selber schieben. Oh Gott, oi, 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 oi. Oh Gott, da wurde aber ja hart getroffen. Am besten in der Mitte bleiben und einfach schießen, ne? Passt schon. Huch. Hä, warum kann ich denn nicht ausweichen? Was ist das für ein Scheiß? Ein sehr immobiles Flugzeug, muss ich ja mal sagen. Alter, ich werde von allem getroffen, was sich hier so in der Nähe befindet. Aber man kann ja auch nicht ausweichen. Aber geschafft habe ich es trotzdem. Aha. Forget though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie vermutlich noch heute. Devil never cry. Yes? Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay, let's get it over with in 10 minutes. Can't let a single one of those suckers live. 5 minutes. More than enough. Alles klar. Von A Little Devils und damit sind wir am Ende von A Devil May Cry angelangt. Der Auftakt einer wirklich guten Serie. Ich habe mich das ein und andere Mal natürlich ein bisschen aufgeregt. Aber das ist bei so einem Spiel eigentlich an der Tagesordnung, glaube ich. Also das ist halt so. Da regt man sich auch schon mal ganz gerne auf. Ich zumindest. Ich muss sagen, klar, grafisch ist es aus heutiger Sicht scheiße im Grunde. Das Spiel ist auch schon ein bisschen älter, das kam nur für die PlayStation 1. Die Kampfsteuerung ist, naja, aus heutiger Sicht auch nicht mehr das Nonplusultra. Aber sie ist okay, ja. Ansonsten,
es ist eine okaye Story, die erzählt wird. Ist eigentlich schon cool. Man hat halt, wenn man das erste Mal spielt, wenig Hintergrundwissen. Wer ist Dante, wer ist Trish? Aber das wird ja alles so ein bisschen auch aufgearbeitet und erklärt, finde ich. Und ja, ist eigentlich ganz cool. Ist ein cooler Auftakt zu einer coolen Serie, auch wenn ich die anderen Teile nicht mehr ganz so gut kenne. Ich kenne den zweiten noch ein bisschen. Den dritten kenne ich, habe ich mal angespielt, den vierten kenne ich gar nicht, den habe ich, glaube ich, nie gespielt. Und DMC kenne ich natürlich. Und im zweiten Teil werde ich das folgendermaßen machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, kann sein. Man kann zwei Charaktere spielen. Man kann, ich glaube, Lucia heißt sie, ne? Lucia spielen und den guten Dante. Und ich habe mir eine Seite rausgesucht, doch, das habe ich schon mal erzählt, eine Seite rausgesucht, die zeigt ungefähr, in welcher Reihenfolge man die spielen sollte. Und so werde ich die auch spielen. Ich werde mit Lucia anfangen und dann nach ein paar Missionen, ich glaube nach zwei Missionen oder so, zu Dante wechseln. Dann machen wir mit ihm wieder was, dann kommt wieder Lucia immer so ein bisschen hin und her. Weil ich denke, so sieht man halt alles vom Spiel. Ja, dann kommt der dritte Teil, der vierte und dann natürlich DMC. Spiele gehen alle ungefähr so lang, sind keine langen Spiele. Aber muss ja auch nicht immer sein, ist trotzdem cool. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch und ich vermute, die Devil werden May bald auch wieder cryen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, kann man ja durchaus sagen, bis zu Devil May Cry 2. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis dahin, haut rein. Thank you.